Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Play Minecraft Case. Ja, wir waren gerade auf dem Weg, eine Höhle zu suchen. Jetzt haben wir es ganz abgebrochen. Und werden keine Höhle mehr suchen. Was? Ja. Wir werden jetzt Bäume fällen gehen. Und zwar nicht hier, sondern beim, ich nenne es mal Hotel. Ja, wie ihr seht, es ist immer noch der Anfang vom Projekt. Es sind noch ziemlich viele Leute online. 7. Ja, das ist viel. Für das Projekt hier. Das sind so ziemlich alle. Gut, ich noch eine Blume mitnehmen. Das ist immer praktisch für Farbstoff. Achso, das war gar keine Blume. Ausweichen. Mit dem Enderman werde ich mich jetzt definitiv noch nicht anlegen. So, wo ist denn hier alles? Ach, und woher kommen diese ganzen Marker, ja? Achso, weil ich gestorben bin. So, ja, gar kein Problem. Richtig easy. So, und da vorne dürfte es auch gleich das Hotel sein. Ich glaube, ich bin etwas sehr weit links, rechts, was auch immer. Oh, ein Teeblatt. Das geht auch da hoch. Ich möchte mein Inventar, jedenfalls die untere Leiste, ja, so geordnet wie möglich halten. Bei der oberen ist mir das eigentlich relativ egal. Also bei den oberen, ich habe 3 oder 4. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Hühner. Habe ich schon mal irgendwo gesehen. Da ist mein Haus. Gut. Genau, und da vorne ist das Hotel. Da oben ist noch ein Busch, den nehme ich auch gleich mit. Damit ich ganz viel Essen habe. Weil, ihr seht, ich habe jetzt schon ganz viel Essen wieder verloren. Und deswegen ist das echt nützlich. So, gibt es ja noch irgendwo? Ja, hier. So, ja, die bringt nur eins, also eine halbe Hungerkeule. Nicht das Beste, was es auf der Welt gibt, aber ich sag's mal so, bevor er verhungert, ne? Stopfe ich lieber 20.000 von den Teilen rein. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das Bett aus dem Hotel abbauen darf. Ich glaube, die hatten, einer hat ja vorhin gefragt, ich weiß es aber nicht mehr. Also ich weiß nicht, was rauskam. Ich weiß, dass einer gefragt hat. Habe ich was bekommen? Nee. Ah, das Icon auch mal da hoch. So. Und das Essen nur da in die untere Leiste. Das war knapp, weil diese Flüssigkeit ist giftig. Muss aufpassen. Was ist denn da unten? So stimmt eine Höhle hier, ne? Ach du Kacke, da überträgt ja mal jemand richtig. Ja, die denken sich halt so, ja, ich spende mein ganzes Leben der Höhle. Mach ich nicht. Das ist echt krass, was die da unten aufgebaut haben. Na okay, dafür habe ich mein Haus angefangen. Das ist bestimmt auch nicht so schlecht. Was ist denn da vorne? Jetzt das Licht weg. Lol, aua. Da war doch gerade Licht, ich hab's genau gesehen, ja. Was ist da? Ich will's wissen. Gar nichts. Was ist da los? Ah, die Bäume da vorne will ich haben. Die sehen aus, als wenn die irgendwas könnten. Weil die rosa sind, ja. Und rosa Bäume sind, soweit ich weiß, nicht Standard. Und ich glaube, ich weiß richtig. So, hier noch 2. Mal Ananas, das ist sehr praktisch. Oh, die kann ich gar nicht essen. Stimmt, die muss ich mit einem Schwert abbauen. Damit ich die essen kann. Aber dann kann ich die nicht mehr anpflanzen. Das ist wie mit den Kokosnüssen. Die muss ich auch mit einem Schwert abbauen. Dann kann man die essen. Weil die dann gleich in Stückchen geschnitten sind. Und wie man eigentlich weiß, ist es sehr schwer, einen Kokosnuss aufzumachen. Deswegen ist eigentlich eine ganz gute Idee. So, okay, wir werden uns von oben nach unten durchprügeln. Auch wenn ich wahrscheinlich sehr schnell fertig bin und mir dann denke, da ist ja noch Holz drin. So, kommt weg. Oh, Kacke. Kacke. Ich kann mein Mikrofon nicht muten, damit ich das niesen. Oh, das ist ärgerlich.
Da bin ich wieder. So. Haben wir in Ruhe genossen. Und ich hätte dich sofort die Aufnahme wieder beginnen sollen. Bis gleich. So, jetzt bin ich wirklich wieder da. Wir können den Baum weiter abernten. Abfällen, was auch immer. So, ja genau. Den Baum mit der Spitzhacke abernten. Abfällen, was auch immer. Whatever. Hier ist aber nichts mehr drin, oder? Verbuggt hat das nicht despawned, ja. Kein Problem. Oh, es fängt an zu regnen. Ja. Vielleicht nicht so toll, aber es ist geil, damit ist gleich wieder der ganze Boden glänzt. Ja, ich finde diesen Effekt so premium. Das ist echt richtig geil. Und ich muss gleich noch ein bisschen Essen finden. Oh, haha. War sein Glück, dass ich jetzt hier gerade einen Kiwi-Baum abernte. Ganz viele Kiwis. Finde ich gut. Bin gleich wieder ein bisschen Nahrung gesichert. So. Und der Boden glänzt. Hammäßig geil. Was ist da? Lol. Ich habe gerade nicht erst im Hamster gefunden, ja. Wisst ihr, wie selten die sind? Die sind richtig selten. Habt ihr was geben? Nein. Och, ist das ärgerlich, dass ich die nicht mitnehmen kann. Die sind so unglaublich selten, ja. Das Ganze ist ein Wunder. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber ich weiß ja jetzt, wo man welche findet. So, das ist nochmal ein Kiwi-Baum, glaube ich. Sieht stark danach aus. Da habe ich dann auch Saplinge. Ja, Kiwi-Saplinge. Lol, ich war's nicht. Was ist das denn? Achso, nochmal Water. Water gedünst. Das sieht so, jetzt seid ihr jetzt mal hier. Zack, und jetzt haben wir. Wie heißt's? Oh Gott, wie heißt's denn? Ich will den blauen Baum da vorne. Ich komme nicht drauf. Das gibt's nicht. Auf jeden Fall. So, was ist das denn? Vom Project Red. Ich glaube, aus den Saplings kann man Farbe machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Bäume sind. Ich glaube aber schon. So, hoffentlich hatte der nur einen Stamm und nicht irgendwelche. Ja, perfekt. Zack, 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 zack. Alles meinst du? Was ist da runtergefallen? Ein Apfel. Den kann ich gleich essen. Perfekt. So, hier ist noch irgendwo ein Zombie. Nee, doch nicht. Doch. Lol, warum habe ich den nicht gesehen? Der kann sich ja perfekt tarnen in der guten Wiese, ja? Habe ich die Karte gegen. Naja. Ach, scheiße. Ich will ihn nicht verwandeln. Das sieht mal alles so scheiße. Und ich habe nochmal ein paar Saplings für diese kleinen schreienden Dinger. So, hier haben wir ein paar Golden Rod. Ja. Welche ich natürlich auch für Farbstoff benutzen kann. So, hier. Ach ne, ich dachte, das wären Ananasse. Ananasse. Ich weiß die Metze immer noch nicht. Berrybusch. So, warum wurde mir nicht angezeigt, wie das. Lol. Ich das gar nicht mehr mitbekommen, ja? Ich bin einfach so vertieft in das Spiel, ja, ich bekomme das gar nicht mehr mit. So, ja, Gott, ist der Baum. Ah ne, da oben ist gar nichts mehr. Und, oh. Ohohoho, das kann auch einiges. Hier, was ist denn da unten? Ohohohoho. Ach ne, ist nichts dran. Schade. Da wird ganz viel Farbstoff. Beziehungsweise Pflanzen, aus denen wir ganz leicht Farbstoff machen können. Und das ist ungefähr genauso gut wie Farbstoff. Wenn nicht sogar besser. Das sehen wir gleich, was besser ist. Wenn da mehrere Farbstoffe oder halt mehrere, mehrere Teile des einzelnen Farbstoffs rauskommen, dann ist es natürlich gut. So. Dann können wir auch gleich wieder zurückgehen. Ja. Und uns dann vielleicht mal wirklich auf die Höhlentour machen. Aber jetzt muss man halt sagen, wir haben das Glück, dass wir
ja, so viel gefunden haben. Sonst, ja, wären wir jetzt auch nicht einfach so weggekommen und wären wahrscheinlich auch verhungert und dann von einem Zombie oder ähnlichem gefressen worden. Oder einfach nur getötet, vielleicht wissen die einen ja gar nicht. Vielleicht ist das alles nur ein Mythos. In Minecraft möglich. Was ist das denn? Oh, Belladonna sieht's okay, das sieht interessant aus. Okay, ich habe aber gar keine Ahnung, wo mein Haus ist. Das ist jetzt so optimal. Was ist denn das überhaupt, was da eingetragen ist? Ah, das sind die Web. Das sind die Tode. Da ist mein Haus. Marker Name. Haus. Marker Group. All. Was ist das denn? Home. Achso, hier war nämlich früher das Haus. Ja, das stimmt aber jetzt nicht mehr. Viele Homes sind da. Haus. Home, Haus. Alles das gleiche. So. Und da müssen wir uns definitiv mal auf die Suche nach einer Fledermaus machen. Ja. Aber ob wir das machen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schaltet nächstes Mal wieder ein. Hinterlasst mir doch einen Kommentar und einen Like. Ja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann und tschö.